Schwörer, willkommen im Training für die Schlacht. So, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Runde Let's Learn LoL. Heute geht es mal ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Denn wir schauen uns die Masteries an. Und die haben sich ungefähr so rabiat verändert wie die Summoner-Spells. Wobei bei den Masteries es natürlich noch mehr Variationsmöglichkeiten gibt. Welchen Champion nehmt ihr? Welche Position nehmt ihr im Spiel ein? Spielt ihr im Team? Spielt ihr nicht im Team? Und. Also man kann hier jetzt unglaublich viel Zeit investieren, was auch sinnvoll wäre. Möchte ich aber nicht, da ich gerne in einem Video alle 5 Positionen quasi durchgehen möchte. Und da, ich sag mal, grob drüber gehe. Ja, also wir könnten jetzt hier wirklich ganz viel Zeit investieren, aber ich versuche mich wirklich kurz zu fassen und hoffe, dass es trotzdem verständlich ist und gut rüberkommt. So, wir fangen einfach mal mit AP-Mitte an. Da fängt es eigentlich schon an. Skillt ihr eher, also auf jeden Fall 21 in Offense-Baum, das ist klar. Aber da fängt es an, skillt ihr dann lieber Abwehr oder Wissen. Ich fange erstmal mit dem Offense-Baum an. Mit dem Problem beschäftigen wir uns nachher. Also, als AP-Carry-Mitte nehmt ihr auf jeden Fall Zauberei mit. Ich habe das hier übrigens auf Deutsch, genau. Einfach weil dass ja auch Leute gucken, die noch nicht sehr lange dabei sind, die jetzt vielleicht mit League of Legends anfangen, wo die Begrifflichkeiten noch nicht dann so klar sind, wenn es auf einmal ins Englische geht und einfach der Verständlichkeit halber. So, aber wieder zurück, AP mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall Zauberei mit. 5% Abklingzeitverringerung ist so gut. Mit eigentlich Abklingzeit mit das beste Attribut für AP mit Carries. Da haben wir auf jeden Fall 4 Punkte rein. Zorn wäre hier jetzt natürlich eher etwas für AD-Carries. Zweischneidiges Schwert. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Nahkampf-Carry sind, AP mit, zum Beispiel Gragas, Kassadin, was weiß ich, dann bekommen wir 1% mehr Schaden, aber verursachen 2% mehr Schaden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel im Fernkampf AP mit sind, wie Annie oder Lux, würde ich das wahrscheinlich nicht mitnehmen. Bei 1,5% zu 1,5%, also die Nahkampfskalierung ist einfach so viel besser. Und gerade wenn es um Trades geht in der Laning Phase, kann das so viel raushauen. Also zweischneidiges Schwert ist eine zweischneidige Sache, aber würde ich schon mitnehmen, je nachdem. Seid ihr Nahkampf- oder Fernkampfmäßig unterwegs? Dann haben wir hier Schlachter, also Butcher. Auch sehr interessant, sehr, sehr gut. Erleichtert euch das Last Hitting in der Lane also wirklich erheblich. Diese 2 Schaden wird total unterschätzt. Macht euch das Last Hitten viel einfacher. So könnt ihr eine Lane viel besser freezen. Ihr braucht euch nicht so gezwungen aufs Last Hitten nur zu konzentrieren, sondern könnt mit eurer Konzentration nebenbei auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel Map Awareness oder den Gegner ein bisschen traden. Also es erleichtert wirklich die Laning Phase um einiges. Schmaus, wirklich die deutschen Namen, naja, Schmaus ist dann auch, nehmen wir auf jeden Fall dann auch mit. 2 Leben und 1 Mana klingt jetzt nicht viel, aber bei einer Wave, lass mich überleben. Überlegen. Also auf jeden Fall über 10 Leben und über 5 Mana. Das summiert sich. Ja, ich glaube 12 Leben, 6 Mana, ist das richtig? Ja, kommt drauf an, was für eine Wave, ne? Gut. Also es summiert sich auf. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Gebt euch sehr viel Sustain mehr in der Lane. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Mentale Kraft wurde leicht gebufft. In der Season 3 waren es ja 4 Punkte, dafür 18 Fähigkeitsstärke. Ich finde es gar nicht so gut. Aber wir nehmen es. Also, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber es ist jetzt auch nicht so gut. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit, um Arkane Meisterschaft zu nehmen. Da die 8 Flat-Fähigkeitsstärke am Anfang so reinzimmern. Wenn man dann noch mit einem Champion hat, wo man gut auf Dorans Ring starten kann. Junge, da ist, ne, das ist Feierabend. So, Schwäche zeigen,
auch so eine Sache. Am Anfang nicht so gut. Der 1%, das ist, naja. Eigentlich ist es ja eher was fürs Endgame. Also ich würde es mitnehmen, da es im Mid- oder Endgame, also wenn es dann in den Teamfights gibt, doch einiges raushauen kann, denke ich. Dafür würde ich einfach diesen einen Punkt investieren und es mitnehmen. Rohe Gewalt ist dann wieder eher was für AD-Carries, genauso wie Kriegsmeisterschaft. Oh mein Gott. Zauberweber. nein. Nein, 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 nein. Denn, also, jetzt ist so eine Sache. Für Ezreal wäre es was. Also für AP mit, nein. Für Ezreal wäre es was, für Corki wäre es was. Genauso wie Klingenweben, das ist dann halt, ist so eine Sache. Das ist sehr speziell, sage ich mal. So, dann haben wir hier Erzmagier. Nehmen wir mit, 5% Fähigkeitsstärke. Skaliert durchgehend im Spielverlauf für die 3 Punkte. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Kriegsfürst wäre das Gegenstück jetzt. Wobei es da, glaube ich, lass mich kurz nachgucken. Ich glaube 6 gibt. Ne, auch 5. Alles klar. Dann habe ich mich geirrt. Also das Gegenstück dazu. Für uns unrelevant gerade. Gefährliches Spiel. Ach so, genau. Henker hatte ich vergessen. Henker. Sehr, sehr interessant. Also ein Punkt auf jeden Fall wert. Gerade wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Lane tradet und First Blood forst und ihr dann nochmal dem Gegner, wenn es knapp wird, besser den Rest geben könnt. Ansonsten aber auch super. Bei 3 Punkten macht es dann unter 50% weniger Leben. Wenn der Gegner unter 50% weniger Leben hat, 5% mehr Schaden. Puh, also ich sag mal, 20% ist schon viel. Ich sag mal, in dem Stadion setzt ihr auch erst eure richtig großen Fähigkeiten, Ultis, etc. Wenn ihr nicht jetzt ein Opener-Ulti habt. Ich würde 3 Punkte reinsetzen, wenn man einen ultimativen Burst-Champion hat. Bestes Beispiel einfach nach wie vor LeBlanc. Da würde ich 3 Punkte reinhauen. Und dann würde ich auch gefährliches Spiel reinsetzen. Auch interessant für Katarina. Aber auch nur, wenn ihr gefeedet seid, wenn ihr gut dabei seid. Ansonsten ist es ein Waste, sage ich mal. Die 4 Punkte. Wobei bei LeBlanc ist es schon. Also bei LeBlanc ist es ein Must-Have, würde ich sagen. So, Arkane Klinge unverändert. Auch ein sehr mit der beste Punkt hier für euch. Ermöglicht euch auch in der Lane Phase unglaublich gutes Last Hitting. Also ihr könnt damit echt. Es skaliert durchweg auch ins Endgame. Auf Fizz auch insgesamt total gut. Also auf jeden Fall mitnehmen für einen Punkt. Unglaublich gut. Also wenn ihr dann Schlachter und Arkane Klinge habt, das Last Hitting ist so einfach wie nie. Blutrausch, na gut, das ist auch eher was für AD Carries, wobei dann würde ich es auch nicht skillen, weil das einfach so wenig ist. Und auch wenn überhaupt sehr spät zu tragen kommen würde im Spiel. Ne, Blutrausch nicht. Vernichtende Hiebe, da wurde jetzt Rüstungs- und Magiedurchdringung zusammengelegt. Nehmen wir mit für 3 Punkte, 6%. Ich glaube, Season 3 war es ein bisschen mehr, aber dafür war das getrennt und man konnte es nur spezifisch nehmen. Je nachdem, was man vorher geskillt hatte. Das geht jetzt einfach so und ermöglicht es jetzt zum Beispiel, dass Akali wieder unfassbar stark wird, denke ich mal. Also wird sich jetzt alles noch zeigen. Kommen ja jetzt auch noch ein paar Änderungen, Feinschliffe. Aber so ein Hybrid-Champions wie Akali, das ist richtig fein. Aber auch ansonsten ist es total gut. Nehmen wir mit. Und Verwüstung nehmen wir dann auch mit. 3% erhöhter Schaden. Gilt sowohl für AD-Carries als auch AP-Carries. 3% mehr Schaden ist 3% mehr Schaden. Das kann eine Fähigkeit sein, Auto-Hit, das kann alles sein. Und das nehmen wir für einen Punkt auf jeden Fall mit. Nach wie vor. Nee, gar nicht. Das ist ja, genau. Nee, aber musste gerade überlegen. Nee, aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt ist die Überlegung und da fängt schon an. Was habt ihr für einen Champion? Generell sind diese defensiven Skills total gut. Allein Erholung, meine Fresse. Alle 5 Sekunden 2 Leben. Das summiert sich auf wie nichts. Ihr habt viel mehr Sustain. Genauso wie Block. Block wird so. Also, das wird bestimmt so unterschätzt. Ich meine, erst kommt eure Rüstung. Und der Schaden, der da durchkommt, wird nochmal um 2 verringert. Das ist. Das ist.
Unnachgiebigkeit auch sehr gut. Kommt darauf an wieder. Also wenn ihr jetzt Nahkampf-AP mit Carry seid, nehmt auf jeden Fall mit. Ansonsten auch gar nicht mal schlecht. Aber Nahkampf wieder sehr viel besser. Veteranen haben pro Punkt 12 Leben. Super. Mehr Leben ist immer gut. Und dann Moloch. 3% maximales Leben. Das schon bei 9 Punkten im Abwehrbaum ist unfassbar stark. Unfassbar stark. Wenn man jetzt überlegt, ihr nehmt diese beiden Skills, fangt an, habt ungefähr 500 Leben, je nachdem welcher Champion, welche Items ihr anfangt. Dann allein durch Moloch 3%, ungefähr 15 Leben mehr, Veteran, also ihr habt nochmal 50% Leben mehr und das skaliert durchweg das ganze Game durch. Super. Wenn ihr jetzt allerdings jemand seid, der, wie soll ich sagen? Also es kommt auch auf euren Gegner an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen Gragas oder Orianna spielt, Leute mit Skillshots oder Morgana, was weiß ich, dann kann man auch durchaus hier im Utility-Baum reinskillen. Leichtfüßigkeit unfassbar gut, um diese Skillshots zu dodgen. Phasengänger auch, ist eigentlich auch super. Euer Rückruf dauert eine Sekunde weniger. Da, also wie oft hat man das, bitteschön? Also eigentlich denkt man jetzt, oh, was soll der eine Punkt? Investiere ich woanders? Aber wie oft habt ihr bitteschön die Situation, dass ihr in einem Gebüsch hockt, vor 5 Gegnern gerade geflohen seid, teleportiert und in der letzten Millisekunde kommt einer doch noch ins Gebüsch und gibt euch Schaden und der Teleport wird abgebrochen. Unabhängig davon auch in der Lane gut, ihr seid schneller in der Base, seid schneller dadurch auch wieder auf der Lane. Optimieren müssen wir. Speer muss man schauen, wie sich das entwickelt mit den Schmuckgegenständen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Jedenfalls kann man dann, Meditation auch so ein Ding. Ich würde Leichtfüßigkeit eher mitnehmen, wenn man schon Utility skillt, weil eigentlich zu 50% würde ich Utility wegen Leichtfüßigkeit skillen. Da ich, wenn man schon auf Moloch und diese ganzen defensiven Stats verzichtet, dann um wirklich Skillshots auszuweichen, aber auch um die Runenaffinität zu bekommen, was nach wie vor auch nicht schlecht ist. Kommt jetzt auch wieder drauf an, wisst ihr, ob ihr auch wirklich immer die Buffs kommt? Seid ihr im Duo-Queue oder seid ihr sogar im Fünfer-Team unterwegs? Ansonsten gibt es ganz schöne Scumbags, die einfach immer die Buffs nehmen. Einsicht des Beschwörers könnt ihr dann auch einen Punkt reinsetzen. Auch nicht schlecht. Und ja, das war's zum AP Mid-Carry. Also hier die wesentlichen Skills, sag ich mal. Zauberei, Abklingzeit ist Must-Have. Arkane Meisterschaft, 8% mehr Fähigkeitsstärke am Anfang, unfassbar gut. Schlachter und Arkane klingen auch richtig, richtig gut, da sie euch das Last-Hitten unfassbar vereinfachen. So, dann gehen wir weiter zu AD Carry. Da gibt es jetzt gar nicht so viel anzufügen, das habe ich eben schon. Henker skillt ihr voll durch. Einfach weil es viel öfter auch schon in der Laning Phase zu Kämpfen kommt und in den Trades und da man viel leichter und öfter und schneller auch mal unter 50% fällt, beziehungsweise der Gegner natürlich auch. Unabhängig davon, auch später im Spielverlauf könnt ihr dadurch die Kills wirklich euch zusichern, also auch leichter. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Graves spielt und ihr einen eigentlich schon gelaufenen Teamfight dann noch eure Ulti reinhaut, 5% noch mehr Schaden, da regnet es an Kills, sag ich mal. Und es ist ja auch wichtig, dass der AD Carry die Kills auch bekommt. Wenn ihr jetzt Solo-Q spielt, ist es nicht immer unbedingt gegeben, dass man euch die Kills lässt. Vereinfacht Henker einfach, aber auch in der Lane nach wie vor gut. 5% mehr Schaden. Gut, Schmaus nehmen wir dann natürlich auch mit. Ja, jetzt hier die Gegenstücke jeweils, ne? Hohe Gewalt und Kriegsmeisterschaft, dass ihr mehr Flat AD habt, beziehungsweise auch skalierend auf später. Kriegsfürst Gegenstück zur Erzmagier. Zauberweber und Klingenweben ist so eine Sache. Ich habe das eben schon gesagt. Wenn ihr Corki oder Esfir seid, könnt ihr das durchaus nehmen. Wäre da noch ein Kandidat? Fällt mir gerade spontan nicht ein, aber auf jeden Fall Corki und Esriel, die wirklich ihre Skills durchspammen können. Bei Esriel ist der Q, aber auch der W oder bei Corki natürlich der Ulti. Da profitiert er wirklich davon. Das kann man sich überleben.
überlegen. Was will ich immer mit überleben? So, dann vernichtende Hiebe nehmen wir wieder mit. Ja, das lassen wir alles liegen. Oder? Genau. Ja, Blutrausch würde ich auch nicht skillen, weil das einfach so wenig ist. Und dass ihr wirklich oft kritische Treffer macht, ist erst später. Und dann habt ihr eigentlich, benötigt ihr nicht 15% Angriffstempo, das sind nicht mehr Berserker-Schuhe. Und das auch erst quasi, wenn es dreimal gesteckt ist. Und es ist auch, hält auch nur 3 Sekunden. Also es ist, nee. Blutrausch, nee. Vernichtende Hiebe nehmen wir mit, wegen der Rüstungsdurchdringung. Und natürlich auch netter Nebeneffekt Magiedurchdringung, falls ihr, ich hab's gerade schon gesagt, ne? Falls ihr ja natürlich einen AD-Carry habt, der auch ein bisschen magischen Schaden macht. Verwüstung nehmen wir mit, gleiches wie eben. Und hier auch wieder defensive Skills rein. Verzauberte Rüstung zum Beispiel, genau. Warum die alle nicht? Verzauberte Rüstung macht erst Sinn, wenn... Also macht, wenn, dann erst später Sinn, wenn ihr schon richtig viel Rüstung und Magieresistenz gekauft habt. Denn hier steht zusätzliche Rüstung und Magieresistenz. Das heißt, alles, was ihr auf euren Basics drauf kauft, und das ist wirklich, wirklich wenig, diese 2,5% bzw. 5%, und das macht sich, wenn, dann erst später bemerkbar und auch nur, wenn ihr wirklich tanky baut, was bei AP-Carries und AD-Carries nicht der Fall ist. Also das skaliert ihr nicht groß auf Rüstung und Magieresistenz. Und da einfach die 3 Punkte, beziehungsweise alle 5 Punkte eigentlich so gut sind und so passend geskillt werden können, nehmen wir das. Zäher Haut und Klingenrüstung ist dann eher was für den Jungle. Ja. So, dann gehen wir weiter zu Support. Support hat jetzt nicht so viel Möglichkeiten anderswo zu skillen, sage ich mal. Auch hier wieder die 5 Punkte. Könnte man alternativ hier reinsetzen für Abklingzeit. Das ist alles, ja, oder hier Schwäche zeigen ist ja auch supportend, sage ich mal, wenn ihr harassed. Ja, ist so eine Sache. Aber diese Punkte sind einfach so stark, ich kann das nur empfehlen. So, aber Phasengänger jetzt, um mal wieder hier zur Utility zu kommen. Phasengänger, ich habe es gerade schon erklärt. Ihr seid schneller beim Shop, ihr seid schneller wieder auf der Lane. Ihr könnt besser entkommen. Meditation, ihr könnt besser eure Skills rausratzen als Supporter. Speer, denke ich, ist hier schon sinnvoll. Sinnvoll, auch wenn es noch nicht so klar ist, wie gut das mit den Schmuckstücken, wie wichtig das wird, diese Meisterschaft. Aber ich denke doch, bei Supporter kann man das auf jeden Fall für einen Punkt mitnehmen. Einsicht des Beschwörers, einen Punkt würde ich reinsetzen. Stärke des Geistes ist eigentlich auch richtig gut. Richtig gut. Wenn ihr zum Beispiel Blitzcrank seid, dann ist es auf jeden Fall ein Must-Have, weil ihr dann einen großen Mana-Pool habt. Also, denke schon. Dann habt ihr auf jeden Fall einen großen Mana-Pool garantiert. Ansonsten müsst ihr überlegen, ob ihr dann nicht lieber hier noch einen Punkt reinballert oder hier unten. Ja, Alchemist, jetzt gar nicht mal so gut. 10% ist nicht wirklich viel, aber allein um hier in den kulinarischen Meister reinzuskillen, muss man das mitnehmen, weil der kulinarische Meister einfach so gut ist. Er ist so gut, wirklich. Es ist so gut. Jeder Trank macht 20% mehr Leben und 20 Leben mehr und 10 mehr Mana, das ist wirklich, wirklich gut. Das macht sich bemerkbar, gerade als Supporter, wenn ihr viel solche Tränke auch am Anfang gerade ja kauft. Da habt ihr viel mehr Sustain. Gear nehme ich mit, da Gold einfach immer von Vorteil ist als Supporter. Plünderer dann auch. 1 Gold pro getöteten Vasallen von Verbündeten. Wenn man jetzt mal überlegt, dass euer AD-Carry vielleicht in einem Spiel bis zu 300, vielleicht auch mehr Minion-Kills hat, dann sind das für euch, je nachdem wie viel ihr roamt, kann man ja jetzt gut in der Season 4, schätzungsweise 200 Gold, da lässt sich schon einiges mit anfangen. Wohlstand, einfach da, das ist dann noch der letzte Tuck, vielleicht ein Ward mehr mitzunehmen oder einen Trank mehr, das ist schon gut. Das gibt euch auf jeden Fall einen Bonus am Anfang, einen Vorteil. Erhöhtes maximales Mana würde ich nicht nehmen, 6%. Angemerkt, Stärke des Geistes jetzt hier und kluger Kopf bei Singed ist das durchaus viable. Kann man durchaus da mitnehmen.
Aber Singed ist sehr speziell. Das kann man hier eigentlich nicht in die Position fassen, die ich jetzt ausgewählt habe. Inspiration, unfassbar gut. Unfassbar gut für Supporter jetzt. Da ist euch Roam... ich sag mal, euer Roam wird nicht mehr so doll bestraft. In der Season 3 war es so, dass ihr eigentlich sehr wenig Roam konntet. Da ihr dann sehr behind kommt mit der Erfahrung. Das könnt ihr jetzt viel leichter machen. Und generell sind jetzt Supporter nicht immer... Es ist ja eigentlich so, dass die Botlane vom Level her natürlich zurück ist. Da einfach zwei auf der Lane sind und sich die Erfahrung teilen. Inspiration bufft es jetzt. Also ihr habt da nicht mehr so viel Nachteil von. Und der Supporter an sich, wenn er geroamt hat, war ja dann noch mehr behind. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. 10 Erfahrung alle 10 Sekunden im Umfeld verbündeter hochstufiger Champions skaliert auch unfassbar hoch. Also das macht sich bemerkbar, da würde ich 2 Punkte reinhauen. Ups, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, Bandit! Okay, hier oben in der Ecke ist es safe. Sehr schön, würde ich mitnehmen. Gebt euch auch nochmal mehr Gold. Ja, für einen Punkt auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Intelligenz, Abklingzeit und 10% weniger Abklingzeit auf Gegenstände als Supporter. Auch ein Must-Have. Ihr könnt mehr spammen. Ihr könnt mehrere Items nutzen und und. Oh Gott, es wird hier doch wieder ein bisschen zeitaufwendiger. Wanderer nehmen wir dann auch mit. Verbessert auch euer Roam-Potenzial. 5% mehr Laufspeed aus. Lauftempo außerhalb des Kampfes. Wirklich gut, wirklich gut. Wirklich gut. So, jetzt gehen wir zum Jungle über. Da gibt es zwei Varianten. Ich habe jetzt hier mal die tankige Variante. Puh, ja, was soll ich sagen? Die 5 Skills natürlich wieder. Richtig gut. Verzauberte Rüstung nehmen wir jetzt auch mit. Wie gesagt, das macht sich später bemerkbar. Zähe Haut, unverändert. Wie in Season 3. Für 2 Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Klingenrüstung jetzt verändert. Ist jetzt ein bisschen speziell. Vorher hat es ja 6 Schaden zurückgeworfen. Jetzt fügt es den neutralen Monstern einen Blutungsdebuff hinzu, der pro Sekunde 1% ihres aktuellen Lebens abzieht. Gegen die kleinen Minions ist es jetzt nicht mehr so gut wie in Season 3. Gegen die großen Minions, sagen wir mal, ein großer Minion hat am Anfang des Spiels 1000 Leben, um die 1000 Leben, ein bisschen mehr. Das ist das pro Sekunde 10 Schaden. Bei Klingenrüstung pro Hit des gegnerischen Minions 6 Schaden. Wobei der, glaube ich, langsamer als einmal in einer Sekunde zuhaut. Ich weiß nicht genau. Also da ist es schon buff, denke ich. Und die kleinen Minions an sich sind ja eigentlich auch nicht im Jungle das Problem. Also gerade wenn ihr eine gute Clear Time eigentlich habt, aber ja eigentlich nur an den Großen immer ein bisschen zu knabbern habt, Klingenrüstung must have. So, dann Schnelligkeit einfach und auch hier legendärer Wächter, dass ihr weniger abhängig von CC-Effekten seid, dass ihr mehr dahin wirklich auch da sein könnt, wo ihr gebraucht werdet, dass ihr, gleiches auch gleich beim Bruiser, dass ihr wirklich ungehindert, relativ ungehindert agieren könnt. Was heißt ungehindert? Ist ja nur ein bisschen abzüglich, wobei 10% auch gar nicht so wenig ist. Es erscheint jetzt wenig, aber es wird jetzt auf eure Tenacity, die ihr auf jeden Fall capped in jedem Spiel, ist doch klar, noch drauf gerechnet und dann ist es schon viel. Also es ermöglicht euch einfach ein gutes Positioning in jedem Teamfight. Ihr könnt die Main Targets rauspicken und dann natürlich auch gut escapen trotzdem noch, also wieder rausgehen. Also die beiden auf jeden Fall für jeweils einen Punkt auch sehr, sehr gut. Beharrlichkeit ist sehr gut. Gibt euch viel mehr Sustain, ihr könnt länger im Jungle bleiben. Auch später braucht ihr nicht so oft weggehen. Und jetzt kommt neu gefundene Kraft. Das ist richtig, richtig eklig. Also 10% mehr Selbstheilung, Lebensregeneration, Lebensraub und Zaubervampir. Da gibt es jetzt zwei Kandidaten, an die ich sofort denken musste. Einerseits Mundo, der 10% mehr Lebensregeneration und bei und Selbstheilung bei Ulti. Oh! 10% mehr. Also ich meine, den Mundo-Ulti zündet ihr eh erst, wenn ihr ungefähr bei 25% Leben seid. Es sei denn, ihr habt jetzt wirklich 5 Gegner, die euch bursten wollen. Dann aktiviert ihr ihn natürlich eher. Oder ihr benutzt ihn einfach nur zum Wegrennen. Aber, oh! Das ist schon, der Junge geht gar nicht mehr runter. Und der zweite, der mir eingefallen ist, ist Aatrox.
Selbstheilung und Lebensraub 10% hoch. Junge! Also nicht nur am Anfang der Sustain im Jungle, sondern auch dann im Endgame die Teamfights oder die One-on-Ones, wenn ihr jemanden im Jungle rauspickt. Oh, das ist schon brachial. So, Runenschild wurde ja mit viel Verwunderung irgendwie begrüßt am Anfang, weil 50 Schaden, ja, und immer nur, wenn man zurück ist, ist es wieder da. Naja, also klar, ganz klar, am Ende ist es scheiße. Am Ende 50, das ist nichts. 50 Schaden. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall ein Punkt wert. Gerade als Jungler. Aber auch, nicht nur fürs Jungle, sondern auch für die Teamfights. Die Level 1 Teamfights. Da ist der Schild schon echt gut und da lohnt sich der eine Punkt. Da lohnt er sich wirklich. So, dann hier im Utility-Baum, Phasengänger, seid ihr schneller im Jungle. Lauftempo natürlich für die Ganks, aber auch später in den Teamfights, um jemanden besseren Gap-Closer zu haben oder auch eher am Main-Target zu sein. Speer auch da wieder als Jungler und als Supporter, denke ich, schon sinnvoll. Einsicht des Beschwörers, denkt an Smite, noch weniger Abklingzeit. Smite-MG, aber wirklich. So, und natürlich Rune-Affinität. Eine andere Variante wäre jetzt, wenn wir das hier jetzt alles mal rausnehmen, dann wäre es nicht mehr unbedingt Jungle Tank, klar, immer noch Tanky. Was heißt Jungle Tank, dann wäre es natürlich noch Tanky, aber ihr könnt jetzt in Offense auch ein bisschen reinskillen, ja? Also dann macht ihr hier ein bisschen Angriffstempo, Schlachter und eventuell Schmaus, muss man halt gucken. Es kommt halt darauf an, welchen Jungler ihr habt und dann Ruhe, Gewalt und Kriegsmeisterschaft. Ihr könnt ja auch bei, bei Zorn was rausnehmen und dafür zweischneidiges Schwert und Schmaus noch oder auch nur so oder noch einen rausnehmen, da muss man halt schauen, ne? Oder Schwäche zeigen, wenn man denkt, okay, das kann das Team noch gebrauchen, muss man schauen. So, das sind auf jeden Fall die Optionen, die man als Jungler hat. Und dann gehen wir jetzt auch gleich weiter zum Top-Bruiser, zur letzten Seite. Also wie gesagt, heute geht es ein bisschen tiefer. Ich versuche mich wirklich schon zu kurz zu fassen. Also man kann das noch sehr viel weiter. Ne? Ihr wisst schon. So, hier jetzt sehr, sehr ähnlich zum Jungler, der Defense-Baum. Einfach weil das die besten Defense-Nodes sind, meiner Meinung nach. Hier nimmt man jetzt allerdings noch Widerstandsfähigkeit mit. 5 Rüstung. Moment, hatten wir es? Ne, genau, ja. Nimmt man hier mit. Anstelle von Klingenrüstung und zäher Haut die 3 Punkte. 5 Rüstung mehr ist am Anfang ziemlich viel. Klingt nicht viel, 5 Rüstung ist aber doch eigentlich relativ viel am Anfang. Gerade wenn mit Block und Unnachgiebigkeit zusammen. Da habt ihr einen Sustain auf der Lane und mit Erholung. Das ist wirklich schön. Resistenz könnt ihr nehmen, wenn ihr gegen ein Heavy AP Team kämpft. Also die sowohl in der Mitte als auch auf Top einen AP-Champion haben. Oder vielleicht auch sowas wie Elise in Jungle oder Fiddlesticks. Dann könnt ihr Resistenz auf jeden Fall mitnehmen. Gleiches gilt auch. Ja. Also es geht echt tief. Man muss viel um die Ecke denken. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber wir gehen das hier Step by Step durch. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit. Ausweichend könnt ihr auch dann nehmen, wenn ihr gegen eine große AOE-Kombo kämpft. Ja, also diese sogenannten Wombo-Kombos ist ein Punkt wert, wenn ihr wisst, ne, wenn ihr die Zeit habt, das noch anzupassen und ihr wisst, okay, die haben eine ganz schöne Wombo-Kombo-Potenzial da, ein ganz schönes Wombo-Kombo-Potenzial da drin, dann nehmt ihr hier auch noch einen Punkt mit. Anstelle von zum Beispiel Runenschild, den könnt ihr dann rausnehmen. Ansonsten ist Runenschild aber auch ganz gut, wie gesagt, Level 1 Teamfights der eine Punkt. Und auch am Anfang habt ihr ein ganz schönes, also wenn man jetzt bedenkt, ihr kämpft auf der Top-Lane, habt hier schon 50 Leben mehr, dann hier nochmal 50 Schaden reduziert und diese 3 Meisterschaften auch noch. Und der Gegner hat anders geskillt, ja, also, oder nur hier ein paar von, die ihr habt, da ist schon ein ganz schöner Nachteil am Anfang für ihn. Neu gefundene Kraft nehmen wir auf jeden Fall mit, sehr mehr, also ich hab's ja gerade schon gesagt, bei Aatrox oder Munda, aber es gilt auch eigentlich für alle anderen. Das sind alle 4 Sustain Attribute, ja, und die geben euch, also wenn ihr gegankt werdet zum Beispiel, habt ihr einen höheren Survivability oder auch bei Trades
ja, wenn es dann wirklich auf den letzten Funken Leben noch drauf ankommt. Aber auch so, also da gibt es Champions, ich habe jetzt Aatrox und Mundo gesagt, als Beispiel, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Beharrlichkeit natürlich, auch Sustain. Und dann nehmen wir natürlich wieder Schnelligkeit und legendärer Wächter mit. Hier besonders wichtig, da die Aufgabe eines Bruisers ja natürlich ist, ins gegnerische Team reinzugehen. Natürlich dadurch auch möglichst ungehindert, ja. Deswegen möglichst wenig Crowd Control ausgesetzt. Aber wenn, dann ist das natürlich auch reduziert hierdurch. Also ihr kommt besser zum Main Target, könnt dieses rausnehmen und dann auch wieder besser aus dem Team rauskommen. So, das war's. ja, ich hoffe, es war verständlich. Es war jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder Anregungen. Oder ihr jetzt meint, nee, guck doch mal da, das sehe ich jetzt ganz anders. Schreibt es ruhig in die Kommentare, das hier ist jetzt wirklich mal ein Thema, wo man viel drüber diskutieren kann. Und ja, ich hoffe, ich habe den einen oder anderen geholfen hiermit, ein bisschen Klarheit reinzubringen, weil doch die Änderungen sehr brachial sind. Und ja, das war's wieder mit einer weiteren Runde Let's Learn LoL und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.